Die Warnow schlängelt sich mitten durch Mecklenburg, ist etwa 150 Kilometer lang und mündet in die Ostsee in Warnemünde. Dahin reisen sie alle zum Baden. Aber mitten in Rostock kann man genauso gut planschen. Im Flussbad. Heute zum ersten Mal in dieser Saison. Wenn man jetzt ein Jahr lang dann nicht da war, dann freut man sich auch, dass es jetzt losgeht. Ne? Uwe Richter ist hier der Bademeister. Da brauchen wir ein bisschen länger, bis wir das hier auseinander haben. Aber das ist immer besser, man macht das dann, bevor man ihn im Notfall benutzen muss. Dann ist es immer peinlich, wenn man dann anfängt, seinen Rettungsring auseinander zu poolen. Es ist ja kein Salzwasser hier. Wir sind ja noch auf der Seite vom Mühlendamm, wo wir komplett Süßwasser haben. Und dann haben wir natürlich hier auch nicht, wie man sieht, komplett Sonne. Wir haben also viel Schatten im Gelände. Dementsprechend lieben das die Gäste natürlich auch, sich dann bei der Hitze dann mal im Schatten zu verdrücken. Mit großem Ansturm rechnet Uwe heute noch nicht. So. Aber das Wetter passt. 25 Grad. Da geht natürlich gleich die Sonne weg, wenn ich den Sonnenschirm aufbaue. Unglaublich. Bam, bam, bam. Startklar. Betreiber ist der Wassersportverein Warnow und Uwe, der Vereinschef. Hallo, ein Erwachsener? So, da muss ich erst mal üben. Wie war das noch? Ein Erwachsener, 5 ja, Euro. Ordentlich. Und ich bin heilfroh, dass offen ist, weil ich im Moment noch etwas gesundheitlich angeschlagen bin und es nicht bis nach Warnemünde schaffe. Und ich bin froh, wenn hier das Flussbad auf Aber ist. Dann zum Glück auf Flussbad-Rostock gegangen. Das hatten Sie mir nämlich letztes Jahr so ans Herz gelegt. Super. Ich höre ja. So, ihr beide seid wie alt? Ich bin 12 und sie ist auch 12. Dann nur 3 Euro. Jeder, jede. Ihr zahlt einzeln? Ja. Du verteilst mal. 2 Euro zurück. Danke. Und du hast es passend. Super. Dann sind wir schon quitt und ihr könnt ins Wasser. Hallo, hallo. Na, was hast du denn für ein Schwimmabzeichen? Sie ist gerade am Seepferdchen halt machen. Oho. Nächste Woche ist das Abzeichen dann. Oho, oho. Alarmzeichen beim Rettungsschwimmer. Hier dürfen keine Kinder rein, die genau. Seepferdchen haben oder weniger. Genau. Erst ab Bronze. Das heißt, du musst leider ins Nichtschwimmerbecken rüber wechseln, ja? Ja. Kommst du? Ja, Papa muss zur Strafe auch ins Nichtschwimmerbecken. Da könnt ihr gleich üben und wenn du dein Bronzeabzeichen hast, geht das rund. Im tiefen Wasser. Hallo, hier, heute ist hier die Kasse. Und du hast kein Bargeld dabei. Ich habe wahrscheinlich nur 3-4 Euro erfahren. Das ist furchtbar für uns. Ja, habe gerade nämlich das Auto schon geparkt. Dann zähl mal erstmal, wie viel du hast und dann sehen wir weiter, wie wir es machen. Aber 3 ist doch schon super. Dann können wir schon mal eine Kinderkarte lösen. Das ist toll, dann lass ich ihn alleine. Nee, du kannst dann, weil du so ehrlich aussiehst, das nächste Mal bezahlen. Ich drehe vollkommen durch hier. Jetzt lass ich, wenn sich das rumspricht, ne, dann gehen wir wirklich pleite. In der Hochsaison öffnet er das Flussbad jeden Tag. Los geht's! Dann tummeln sich hier manchmal 2000 Leute. Da kann man ja jetzt nach 1,5 Stunden schon ein gutes Fazit ziehen, dass es sich doch sehr schnell rumgesprochen hat. Ich denke mal, da werden wir heute schon die 100 Leute knacken. Und morgen dann, so wie mein Sohn Tammo vorher gesagt hat, vielleicht schon die 300. Das Rostocker Flussbad ist das älteste Flussbad an der gesamten Warnow. 102 Jahre alt. Der Name Warnow kommt übrigens aus dem Slawischen und bedeutet Rabenfluss. Ein großer Teil ist Naturschutzgebiet. Auf dem gesamten Fluss sind Motorboote deshalb verboten. Aber Paddeln ist erlaubt. Hier in Eickhof, 60 Kilometer südlich von Rostock, betreibt Britt Abeln ihr Naturdorf mit Heuhotel, Paddlerherberge. Und sie vermietet Kanus. So, wenn die Gruppe Pelz fast vollständig ist, dann würde ich euch bitten, kommt mal einmal so ein bisschen rum, dass ihr hier auf die Türzarge schauen könnt. Ihr werdet jetzt von uns nach Weitendorf gefahren und kommt, wenn alles gut geht, was ich ja hoffe, hier wieder an. Und zwar auf der anderen Straßenseite. Seid ihr alle schon mal gepaddelt oder möchtet ihr, dass ich euch eine Paddeleinweisung mache? Wie lenke ich richtig? Nein, kriegen wir nicht. Noch weiter nach Süden fährt Brett die Gruppe. Flussaufwärts. Etwa 25 Minuten brauchen sie mit dem Auto dorthin. Es ist total wichtig, dass wir in der Zeit bleiben, weil also wenn wir jetzt hier nicht schnell genug sind, dann würde um 10.30 Uhr muss die Gruppe warten, um 12 Uhr die nächste. Also es klappt eigentlich in der Regel immer. Ich schreibe überall rauf, dass man 15 Minuten vorher hier sein muss. Heute ist mal ein Tag, wo es nicht so gut klappt. Alle angeschnallt?
Alle froh und glücklich? Ja. In 2 Stunden soll auch die Sonne rauskommen. Ein 2er-Kanu verleiht Britt für 40 Euro, ein 3er für 50 am Tag. Ausrüstung und Shuttle-Service inklusive. Die Einsatzstelle ist hier unten. Könnt ihr die Boote hier runterlassen? Und da hinten ist die Einsatzstelle. Genau. Dann könnt ihr euch alle schon mal ein Paddel hier rausnehmen. Genau, das Paddel sollte ungefähr so bis hier gehen. Man fährt natürlich keine Fischtreppen runter. Wir haben da einen total coolen Steg, wo man ohne Probleme ganz gut fahren kann. Schwimmwesten sind keine Pflicht. Aber Kinder lässt Britt ungern ohne auf die Tour. Für die 17 Kilometer zurück nach Eickhof ins Kanucamp brauchen sie etwa 4 Stunden. Wie viele Leute sitzen hier drin? Dann nehme ich die Paddel hier mal wieder mit. Ne? Ihr könnt nur so viel Paddel da drin haben, wie wir auch hier im Boot sitzen. Ne? Also sonst haben die anderen nachher ein Problem. Dann sind hier 2 Erwachsenenpaddel drin und die nehme ich mal mit. In einer halben Stunde kommt schon die nächste Gruppe ins Kanucamp. Da muss sie zurück sein. 38 Boote gehen heute insgesamt raus. Wir haben es eigentlich so getaktet, dass wir nicht also stetig immer nur mit 2 Booten fahren, weil ich schon möchte, dass wir das auch nachhaltig machen. Wirkt im ersten Moment ein bisschen chaotisch, aber in der Regel findet sich es immer. Wer früh genug aufbricht, kann ganze Tagesausflüge unternehmen. Von der Einsatzstelle hier in Weitendorf bis nach Bützow sind es 35 Kilometer. Dafür braucht man etwa 9 Stunden, wenn man durchpaddelt. Aber eine Tour dorthin lohnt sich. Britt empfiehlt ihren Gästen immer einen Besuch im Eispavillon am Alten Hafen, direkt neben der Anlegestelle. Wer hierher paddelt, kann ihn also gar nicht verfehlen. Vor 13 Jahren hat Angelika Latzke den Pavillon übernommen. Jetzt ist Dennis auch schon wieder da. Und verkauft hier Eis, Torten und Pikantes. Jetzt zur Mittagszeit hat sie in der Küche zu tun. Ihren Lieblingsposten muss sie also schon wieder verlassen. Hier vorne. Beim Kugeleis. Weil es einfach Spaß macht, weil man da mit Menschen zu tun hat. Aber Kochen macht genauso viel Spaß. Aber da vorne ist schon das Beste. Und da habe ich alles unter Kontrolle. So ein bisschen. Aber nicht böse gemeint, die Kontrolle, sondern einfach, ich habe immer gerne die Übersicht. In der winzigen Küche wuseln sie zu dritt. Hier vorne machen 2 Mitarbeiterinnen die Eisbecher fertig, eine bedient, ein Kollege verkauft das Kugeleis. Zu siebt arbeiten sie in dem kleinen Eispavillon. Jetzt bin ich verdammt in der Küche. Jetzt mache ich Waffeln und Krebs. Bin ich jetzt echt gespannt. Worauf? Gefüllte Waffeln. Die haben wir jetzt seit heute mit drin. Und mal schauen, wie dem Gast die schmeckt. Die fülle ich mit Apfelstücken. Mit Apfelstücken und dann auch Vanillesoße mit 2 Kugeln Eis und Sahne. Gib mir mal die Apfelstücken schnell raus, Sophie, aus dem Tiefkühler. Bitte. So, mal gucken, was so funktioniert. Dafür hat sie extra ein Spezialwaffeleisen. So, mal gucken, ne? Bin selber gespannt jetzt, wie ein Flitzebogen. Sie jetzt auch noch rausgezaubert krieg hier, ne? Ja, Bombe. Eine Waffel mit Hohlraum. Nadine, weißt du Bescheid mit der doppelten Waffel da? Ich habe kein Info. Dann machen wir die zusammen einmal. Gekostet haben sie alle so eine gefüllte Waffel schon mal. Und was den Teamtest besteht, kommt auf die Karte. Vanillesoße runter, 2 Kugeln Vanilleeistabik und Sahne. Möchte ich denn noch ein Foto machen? Bitte, bitte. Wer aus ihrem Team eine gute Idee hat, darf die mit einbringen. Einer Kollegin haben sie zum Beispiel ihr spezielles Salzkaramelleisrezept zu verdanken. Ja, super schön. Super, super schön. So, einmal die gefüllte Waffel. So, bitte schön. Und dann einmal sagen, ob es Ihnen denn geschmeckt hat. Am liebsten würde Angelika hier jetzt Mäuschen spielen.
die Terrasse ist gut halb voll. Also ich gucke hier dann auch gerne schnell mal in die Kasse zwischendurch. Ja, jetzt kriege ich das hier nicht runter. Aber vorne dieses Wohling kriege ich dann schon ganz doll mit, ja. Ich möchte eigentlich am liebsten überall dann hin und gucken, ob alles klappt. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil jeder seinen Platz hat, ne? Angelika, ich würde sagen, die Waffeln hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Sehr wurde auch gleich ausgefragt, wie du die machst. Nee, gibt's ja nicht. Sehr Betriebsgeheimnis. Manche setzen auch direkt in Eickhof am Kanucamp ein. So wie das junge Paar jetzt. Da, wo mehr Beinfreiheit ist, ist vorne. Ich mache euch noch mal kurz eine Paddeleinweisung. Oder könnt ihr selbstständig einsetzen, wenn ihr nachher alle so weit seid. Man kann ermüdungsfrei bis Warnemünde durchpaddeln, sag ich jetzt mal, wenn man Folgendes beachtet. Also man sitzt relativ aufrecht im Boot, hat einen geraden Arm und taucht das Paddel steil an der Bordwand ein. Also das wäre hier der normale Paddelschlag, Vorsicht, die Kniescheibe. Vorne ist der Schub gibt, hinten ist der Lenk. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag auf der Warnow. Danke. Ein bisschen danke besseres Wetter noch. Ja, und viel Spaß beim Eisessen. Danke. Britt ist eigentlich Landschaftsarchitektin und hat davor auch noch Landwirtschaft studiert. 2004 dann der Neuanfang hier. Das war die Idee meines Partners damals. Also der, obwohl wir studiert haben, er hat zu der Zeit einen Kanu-Leistungssport gemacht und er wollte immer irgendwo Boote vermieten. Und ich habe den großen Pferdestall da hinten gesehen. Das war wahrlich wirklich vor 20 Jahren. Ich hatte aber einmal gedacht, dass ich weiterarbeite in meinem Beruf und das bloß so ein bisschen nebenbei mache. Und mein Partner ist dann leider aber erkrankt und dann stand für mich nachher die Frage, machst du es weiter oder nicht? Und dann habe ich meinen Beruf aufgegeben und ich mache es seit 2010 allein und finde es eigentlich ganz nett. 2015 ist ihr Partner verstorben. Hugi Bär, komm mal her, Dicker. Komm her. Hallo, Großer. Ihre eigentlichen Berufe kann sie gut mit einbringen. Das Areal gestalten und immer noch ein bisschen Landwirtin sein, hier mit ihren Pferden. Das ist so meine Entspannung. Andere hacken ihren Garten. Für mich sind das die Pferde, um runterzukommen. Cassie, Shorty, na ihr beiden? Cassie ist blind, vollkommen, aber sie ist trotzdem immer sehr zufrieden. Cassie, geh mal zurück. Wir machen immer ab und zu mal was für den Geist, also wenn man schon nicht sehen kann und nicht mehr so laufen kann. Leg ab. Super, feine Maus. So ein feines, kleines, blindes Pferdchen. So, hier. Unten da an der Warnow, wo wir vorhin die jungen Leute eingesetzt haben, da gehen wir mit den Pferden auch oft baden. Und das liebt sie. Schwimmen ist ihre absolute Leidenschaft. Na, steh wieder auf. Die Warnow ist zwar nicht der längste Fluss in MV, das ist die Elde, aber für Britt der schönste. Ihren Eispavillon in Bützow öffnet Angelika Latzke jeden Tag, immer von 10 bis 18 Uhr. 2 Stunden vorher wirbelt sie schon herum mit ihrem Team. Den Kuchen. Ihr Mann Thomas nimmt vor dem Ansturm die Softeismaschine komplett auseinander und reinigt sie. Alle 14 Tage ist die dran. Thomas? Bitte? Ob du was brauchst? Eigentlich nicht. Das Eisgeschäft betreibt das Ehepaar zusammen. Aber Thomas ist meist mit dem Eismobil unterwegs. Eis reinstellen, Obst vorbereiten, Kuchen vorbereiten. Und dann ist es eigentlich auch schon um 10 und dann kommen die ersten Gäste und dann Terrasse zusammen ganz schnell. Da wir jetzt die letzte Schulwoche haben, ist es auch immer sehr spannend, weil die ganzen Schulklassen kommen. Deshalb müssen wir uns jetzt auch ganz doll beeilen. Milch, Reis, was fehlt noch? Vieles. Melone nehmen wir mit rein. Doreen? Melone nehmen wir mit rein. Ja. Wir sind erstmal grob einsatzbereit. Bis hinten in die Ecke rein. Wie lange brauchst du jetzt ungefähr? Oh, eine halbe Stunde bestimmt noch. Ja, das ist in Ordnung. Ich hätte gerne das immer eigentlich gleich fertig. Ich hätte gerne ein Softeis. Aber manchmal geht das halt nicht. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen geduldig sein. Fällt mir aber persönlich sehr schwer. Das Eis macht Thomas selbst. Zu Hause in der Eisküche. Weil ich habe dann manchmal nicht so die Ruhe und Thomas hat dann schon immer die Ruhe. Ja, eine Ruhe, die ich und ich könnte dann immer. Hallo? Guten Morgen. Absprache zum Eisauto für Freitag. Ja. 70 Personen. Okay. Sind's.
Und ja, wie ist mit Eissorten? Was möchten Sie? Also Schoko, Vanille, das übliche Mango, wenn möglich. Ja. Und ich nehme dann jetzt zum Frühstück Mango und haben wir Zitrone? Nee, haben wir heute nicht dabei. Dann nehmen wir Mango und Erdbeere. Bestes Eis ever, ne? Aus MV. Aber sowas vor. Oh Gott. Es fehlen noch 50 Cent, ne? 1,70 Euro kostet die Kugel. Dankeschön. Und auch die Softeismaschine ist endlich wieder bereit. Auf dieser Seite Vanille. Das rühren wir selber an, ja. Das ist eine spezielle Mischung von uns. In den anderen Bottich. Geheime Mischung. Kommt der geheime Schokomix. Nein, das ist mit Milch angerührt, das kann ich schon mal verraten. In ihrer Miniküche bereiten sie alles frisch zu. Stressig wird's nur, wenn zum Mittag 10 Leute gleichzeitig 10 verschiedene Gerichte wollen. Also die Kanuten oder auch die Fahrradfahrer, die hier den Kopenhagen-Berlin-Radweg nutzen, die brauchen und nutzen halt gerne mal so eine kleine Mahlzeit. Und eine kleine Mahlzeit heißt halt Bauernfrühstück oder auch mal eine Pommes. War ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Traum, aber es gehört einfach dazu. Und jetzt macht es auch Spaß. 20 Jahre lang hat Angelika im Hotel gearbeitet, festangestellt. Gibst du mir mal die Himbeeren bitte? Himbeeren? Ich bin gelernte Hotelfachfrau und habe in Warnemünde als Verwaltungsleiterin gearbeitet, in dem Hanse Hotel. Ich wollte einfach noch was anderes, was Neues und was entdecken. Und dann hing hier dieser kleine Zettel in der Auslage und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Alles aufgegeben, alles zurückgelassen und dann, ja, mit der Familie gesprochen und dann war es das. Die Ängste standen hinter mir und dann haben wir angegriffen. So, einmal der Crepe. Bitte schön. Dankeschön. Zwei Paare wollen heute Wildwasser paddeln. Vom Seitenfluss Mildenitz in die Warnow. Wenn ihr das Stückchen Mildenitz fahrt, das ist ziemlich flach, da gibt es auch eine ganze Menge Baumhindernisse, da kann man ganz gut links und rechts dran vorbei, dann geht es eigentlich so automatisch in die Warnow über. Du hattest schon mal gesagt, du bist noch nicht so oft gepaddelt. Ja. Ich würde euch noch, ja, das wird ja spannend, ich gebe euch jetzt mal noch mal eine Einweisung. Dazu gehen wir vielleicht noch mal raus, dann kann ich mich auch ein bisschen entfalten. Ich nehme dazu mal ein Paddel. Unsere Boote haben alle drei Sitze, also ihr sitzt nicht beide hinten und dann geht das Boot so. Man guckt sich auch nicht an, sowas hatte ich auch schon mal. Man guckt natürlich in Fahrtrichtung. Man paddelt versetzt. Wenn er vorne links paddelt, paddelt er hinten rechts. Die Frauen in einem Boot, die Männer im anderen. Wir sind im Dupp immer so in Pärchengruppen gefahren und ich fand es immer niedlich, wenn die Schuldfrage dann dazwischen erstmal geklärt wird. Also wer ist denn schuld, dass wir jetzt da nicht durchgefahren sind? Also und wenn ich ehrlich bin, also ich bin auch immer gerne mehr in einer Mädchengruppe gepaddelt als mit dem Partner direkt zusammen. Ja, ihr habt alles? Wir haben alles. Gut, dann mach ich mal zu. Unter anderthalb Stunden wollen wir das schaffen. Die Mädels oder die Jungs? Die Mädels. Die Mädels natürlich. Oh Gott. Die Einsatzstelle ist an der Sternberger Burg. Habt ihr noch nicht genug? Wollt ihr noch mal paddeln? Herbergsgäste von ihr. Wir wollten eigentlich zur Sternberger Burg. Das ist die Sternberger Burg, aber eine Burg gibt es hier leider nicht. Es gibt hier gar keine Burg. Aber wenn ihr noch was Schönes machen wollt, in Großraden gibt es ein Freilichtmuseum. Da seid ihr jetzt quasi vorbeigefahren. Da fahren wir hin, danke. Ja. Proviant haben sie nicht dabei. Aber was gegen Mücken? Unsere Boote abladen, dann fahren wir sie erstmal da runter. Durch das urige Warnow-Durchbruchstal wollen sie. Wenn ihr einsteigt, also hier über den Schwimmsteg, möglichst in die Mitte treten, beide Hände auf den Sylrand, also den äußeren Rand, und sich dann gleich hinsetzen. Wir bekommen das hin, oder? Wir probieren es einmal, oder? Wenn wir reinfahren, fahren wir rein. Dann. Ist ja warm. Ihre erste Paddeltour. Und dann gleich die anspruchsvollste. Du bist ja sportlich, das schaffst du doch. Auf der ganzen Warnow. Okay. Mhm. Brauchst noch ein Paddel eventuell? Ich hätte gerne so eine kleine, so eine Leine hier drum, dass ich es nicht verliere. Ich hätte gerne einen Motor. Oh. Wie schön das hier ist. Ja, kaum Mücken. Kaum Mücken, ja. Das hätten wir uns sparen können. Guck mal, junge Enten. Aus der Großstadt, aus Rostock sind beide Paare. Ah. Scheiße. Was macht ihr denn? Wir überholen. Ihr seid ziemlich flott unterwegs. Naja, wir nutzen die Strömung. Einen gewöhnlichen Ausflug kann ja jeder machen, finden Sie. Sie wollen ein kleines Abenteuer erleben. Deshalb haben Sie sich die Tour von der Mildenitz über die Warnow mit ihren Stromschnellen und Baumhindernissen ausgesucht. Da liegt ein Baum quer rüber.
Mal gucken, ob wir da so durchkommen. Wir können doch alle Limbo, oder nicht? Oha! Du musst ganz früh nach links rüber, Chris. Für Paddler extra weggeräumt wird hier nix. Ganz nach links, sonst irgendwie. Nicht abstoßen. Du musst dich jetzt ducken. Na da klar! Das ist ein Abenteuer. Rutsch mal mit dem Hintern nach hinten. Ich kann hier nicht durch. Josi, runter von dem Sitz. Ja, du kannst nicht. Siehst du, läuft doch. Oh Gott. So, warte, langsam. Den haben die doch hier extra hingelegt, oder nicht? So, Leute, wir haben vorgelegt. Ja, aussteigen und Kanus durchschieben dürfen sie nicht, wegen der geschützten Flussmuschel. Wir haben euch das gesagt, wie das geht. Sonst hättet ihr das gar nicht geschafft. Leider macht man das viel zu selten, weil doch immer dann Arbeit oder sonstige Projekte daran hindern. Musst du das viel öfter machen, was ja total schön ist. Also sehr ursprünglich und wusste gar nicht, dass es so aussehen kann bei uns in Wegturm. Aber sie wissen, dass in der Warnow Aale, Hechte und Forellen leben. Dass man an Land Siebenschläfer und Fischotter sehen kann, wenn man Glück hat, sogar den Eisvogel. Geübte brauchen 2,5 Stunden für diese Paddeltour. Aber sie müssen sich nicht beeilen. Sie haben den ganzen Tag Zeit. Also ich glaube, es verlangt mehr Kopfgeschick, dass man ein bisschen vorausschauender denkt. Aber es ist okay. Achtung! Vorsicht, jetzt nicht drängeln. Hey! Jetzt geht das ab hier. Jetzt geht's endlich mal Geschwindigkeit. Stromschnellen. Jetzt kommen die Stromschnellen. Immerhin Wildwasser Stufe 1. Stufe 6, die höchste, wäre schon Rafting. Ich meine, ist ja auch links und rechts nicht genug Platz. Ne? Ich kann nicht anhalten, ich kann ein bisschen verlangsamen. Ja. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Nach der Brücke auch noch Baumstämme unter Wasser. Habe ich nicht gesehen. Du bist noch ein bisschen an der Puste, wa? Ja, ihr? Ne, wir können noch. Also wir fahren bis nach Rostock. Wir haben ein Ferienhaus in Dänemark gemietet. Da müssen wir noch hin heute. Brauchen wir eine scharfe Kurve? Also ja, eine hindernisreiche Strecke fahren wir auf jeden Fall noch mal. Ja, das machen wir definitiv. Haben wir schon mal gesagt. Ja, jetzt sind wir Pros. In Eickhof kommen sie wieder an. Ausstieg. 7 Kilometer sind sie gepaddelt. 4 Stunden haben sie dafür gebraucht. Zur nächsten Paddeltour nehmen sie sich auf jeden Fall was zu essen mit. Das Flussbad, nur 5 Minuten von Rostocks Innenstadt entfernt, macht Uwe Richter im Moment nur an besonders heißen Tagen auf. Er streikt. Wegen einer privaten Badestelle der Datschenbesitzer direkt gegenüber. Wir waren die Einzigen, die hier das Ding weiter betreiben wollten und wollen es auch weiter. Auch wenn wir hier ein bisschen Zank haben wegen der Badestelle da drüben. Wir haben das im Prinzip erst letzte Saison mitgekriegt, wo sie dann hier diese Absperrung reingehängt haben. Vorher war da auch schon Baden, aber jetzt nicht so, dass uns das großartig behindert hat. Die Badestelle ist ohne Badeaufsicht. Das ist natürlich äußerst schwierig, wenn dahinter in der Fahrrinne jetzt immer mehr Betrieb ist und wir uns dann da um die Sicherheit und Ordnung auch noch kümmern müssen. Was Stadt und Bund sagt, müssen wir nicht, aber wenn letztendlich da jemand hinten am Ponton hängt und in Not gerät, können wir ja nicht sagen, es geht uns nichts an. Also das ist ein bisschen eine vertrackte Situation momentan. Mit Veranstaltungen hält er das Flussbad über Wasser. Fragen morgen erstmal, was ihr noch braucht an Ausrüstung. Na, ein Grill? Ja, Grill steht schon da. Thema Rauchen. Rauchen verboten. Gut, dann räume ich das mal flugs weg, damit da keiner auf dumme Ideen kommt. Die Eltern wissen auch Bescheid, dass sie nicht rauchen dürfen. Ja, das sage ich denen vorne am Tor. Ich stehe ja wieder am okay. Eingang. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Kommt rein, sucht euch den Platz. Heute ist Sommerfest. 250 Personen werden es ungefähr. Die Kids einer Rostocker Förderschule und deren Eltern. Guten Morgen. Habt ihr gute Laune mitgebracht? Ja! Ja, das ist immer total schön. Wir machen das schon, ich glaube, mehr als 20 Jahre. Jedes Jahr wieder, wir fragen die Kinder, was wollen wir machen? Wir wollen Flussbadfest machen, also sind wir hier. Natürlich dürft ihr auch baden. Denkt bitte daran, wie Schüler wie schwimmen können.
dürfen in den Schwimmerbereich und alle anderen bitte in den Nichtschwimmerbereich. Das Wasser hat 22 Grad. Wer ins Tiefe will, muss vorschwimmen. Ja, das hält sich ja noch in Grenzen, der Ansturm hier, außer im Nichtschwimmerbecken. Ich dachte, ich habe hier gleich 100 Leute, die ins Wasser wollen. Na, ihr? Könnt ihr denn auch schon schwimmen? Ja. Wer hat denn Bronze? Okay, dann fängst du mal an. Du gehst als erstes ins Wasser, schwimmst da mal ein Stück. Dann kommst du und so weiter. Mach mal Köpfchen ins Wasser. Ja, könnt auch die Reihenfolge ändern. Schwimm mal hier noch mal lang am Steg. Ich muss mal deine Beine noch mal genau angucken. Ja, ist sehr gut. Kannst weitermachen. Zu kalt? Gut, dann schwimm mal. So, jetzt Einzug unter Wasser. Dann musst du leider ins Nichtschwimmerbecken. Wie bitte? Einmal im Wasser ausatmen. Das traust du dir nicht? Doch. Gut, dann los. Mach einfach. Na, geh doch. So, du darfst auch hier bleiben. Nächster, wer wollte eine Sprechstunde haben mit mir? Einer, immer einer. Uwe ist beeindruckt, was die Lehrerinnen und Lehrer auch dieses Jahr für ihre Kids auf die Beine stellen. Grillen, basteln, sogar eine Neptuntaufe. Na, da ist sie doch. Und jetzt lass es dir schmecken. Oh, heute besonders lecker, nur für dich. Meckerst du etwa? Liebe Lelina, wir taufen dich auf den Namen. Coolige Krabbe. Aber bei solchen Spektakeln geht immer was zu Bruch. Heute die Dusche. Das haben die Häscher vorhin abgerissen. Jetzt mache ich da was Neues ran. Mal gucken, ich muss mal die anderen Teile holen. Als studierter Maschinenbauer kann er sowas selbst. Wohin deswegs? Oh, oh. Bist du Schüler oder Lehrer? Vor 60 Jahren war ich Schüler. Trophäe, ich hab's. So, das ist der Rest vom Duschkopf. Jetzt, so sieht das aus. Ein Duschkopf muss ich dann im Baumarkt besorgen. Seit 19 Jahren leitet er das Flussbad. Organisiert, repariert. Jetzt haben wir dann eine Action-Dusche sozusagen, wo das Wasser dann da rausschießt. Ich gehe mal Wasser anschließen und dann gucken wir mal, wie toll das aussieht. Hätte ich jetzt einen Assistenten, würde ich ihm zum Baumarkt schicken, einen Duschkopf kaufen. Als Provisorium muss das erstmal reichen. Eickhof. Am Nachmittag reist die Jugend vom Rassegeflügelzuchtverein MV an. 32 Kids samt Geflügel. Ein Wochenende verbringen sie hier, um sich kennenzulernen und um ihre Tiere zu zeigen. Ein Richter bewertet die Tiere übermorgen sogar. Ich habe einen Hahn zu Hause, der heißt Bonbon. Und das hier ist der kleinere davon. Und deswegen heißt er Bonbon Junior. Seit einigen Jahren züchtet sie schon Zwerg-Cochis. So heißt ihre Hühnerrasse. Eine chinesische. Ja, mein Papa, der züchtet auch Hühner. Der züchtet große Brahmas, weiß schwarze und weiß blaue. Und mir hat das dann auch Spaß gemacht, weil ich habe auch immer seine Hühner gefüttert und gestreichelt. Und dann habe ich die Corrings entdeckt und die fand ich dann ganz toll. Dann hat mein Papa mir die gekauft und dann habe ich selber angefangen zu züchten. Aus ganz MV kommen die Kids. Die jüngsten sind 8 Jahre alt. Ihre Jungtiere zeigen sie hier. Im Frühjahr erst geschlüpft. Ich finde das Besondere daran, dass die ihre Namen auch wirklich sich selbst verleihen haben. Also die heißen arabische Trommelzauben. Und sie hören sich so hören sie sich an. Also fast so, als wenn Trommeln halt. Zu Hause kümmert er sich mit Opa um die Tauben. Dass die Tiere Wasser brauchen, sieht er sofort.
So wie die Hühner. Ich glaube, sie sind schon glatt so am Verdursten hier. Dass sie so hecheln. Also mit Schnabelauf. Das heißt, dass sie Durst haben. Der Hahn auch. Die drei Hühner da hinten haben Durst. Ja, wir besorgen hier gerade. Wir haben schon telefoniert und die Schalen sind unterwegs. Motorradleute, gab es noch irgendwas? Hochzeiten, aber geflügelt sich da noch nicht. Hallo Franzi, hast du auch was hier? Ja. Zeig mal. Nochmal. Oder mein Sohn hat das. Mein Sohn hat das. Die hat mein Sohn. Zwei Tauben. Drei. Ja. Der arabischen Tummel. Weißt du, was das ist? Das sind Brahmas. Futter haben wir. Ja, Wasser brauchen wir nochmal, ne? Ja. Gießkanne. Gut. Und dann brauchen wir Näpfe noch. Das organisiere ich gleich mal, dass ich ein bisschen Wasser bekomme. Werden das noch mehr, ja, ne? Oder? Ja, ich denke mal, wir werden hier alles voll haben, die ganzen Käfige. Denkt an den Waschbären. Der ist hier sehr aktiv. Ja, wir machen das Zelt nachher zu. Dann kommt er trotzdem drin. Ich glaube, das ist keine Hürde für ihn. Der ist auch immer da oben und guckt immer, ob unsere Leute da Biomüll haben. Und wenn er die Tonne nicht aufkriegt, ist er mal richtig sauer und kugelt die Tonne bis hinten auf den Zeltplatz. Also der ist sehr aktiv hier. In der Paddlerherberge übernachten alle. Also ist eher der Einzelfall, dass wir irgendwie Familien haben. So, ne? Also wir sind ja die Gruppenunterkunft. Und was daran sehr entspannt ist, also man übergibt das Haus am Freitag und kriegt es am Sonntag zurück und hat eben nur einmal eine Übergabe. Und Brötchen liefert sie morgen. 90 hat der rassige Flügelverein zum Frühstück bei ihr bestellt. Ja, aber wenn wir das Wasser hier schon haben, das ist schon gut. Für eine Paddeltour ist es heute zu spät. Na denn, viel Spaß euch. Sie machen eine Wanderung durchs Warnow-Durchbruchstal. Hört jetzt alle mal zu, wenn wir jetzt im Wald gehen. Wir bleiben alle als Gruppe zusammen. Sollte das jetzt irgendwie doch vorkommen, dass ein Wildschwein rauskommt, fangt da nicht an rumzukreischen, bleibt alle ganz ruhig, ganz sachte, stillstehen. Ihren Tourguide haben sie sich selbst organisiert. Vielleicht sehen sie sogar den Biber. Der lebt hier nämlich, erzählt er den Kindern. Dazu müssen sie aber ganz leise sein. Also ein Biber frisst Früchte, Kräuter und die Rinde von Bäumen. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, wie lange die Jungen bei den Eltern bleiben? Bei den Elterntieren? Zwei Jahre. Nach zwei Jahren kann er dann ausziehen. Ich bin schon 8 Jahre bei meiner Mama. Echt? Na, bei uns sind es 18. Durch einen echten Naturwald wandern sie. Eingreifen ist hier streng verboten. Alles Totholz bleibt hier liegen. Das hat damit was zu tun, weil die Schwarzspechte brauchen das, weil sie da ihre Nahrung finden. Käfer, Insekten und sowas alles. Dann haben wir den großen Buntspecht, dann haben wir den Grünspecht und den Schwarzspecht. Also alle Sorten da, die wir haben. Auf der Fahrt hierher habe ich einen Grünspecht gesehen. Die Kinder erfahren, dass der Dachs auch hier lebt und sein Wohnzimmer 5 Meter unter der Erde hat. Das ist nämlich hier unten so ein Dachsbau. Also ihr geht hier lang. Einer. Der Bau ist gerade nicht bewohnt. Nur reingucken, ja? Auch nichts reinschmeißen. Das kann nämlich sein, dass er morgen wieder belebt ist. Ne? Also, ein nach dem anderen runter und passt auf, dass mir hier nicht runterfallen. 30 Meter Durchmesser kann ein Bau haben. Das ist heute mal eine Ausnahme, ansonsten heißt es hier immer nur waagerecht. Aber ich soll ja heute auch noch was lernen, ne? Cool, wie die weit reingraben können. Wundert euch bitte nicht, wenn ich auf der Brücke so langsam bin. Geh auf Nummer sicher. Die Wildwasserstrecke paddeln die Kinder morgen vielleicht auch. Jetzt sind sie erstmal geschafft. Das war ein langer Tag. Und schließlich stapfen sie auch schon seit 2 Stunden durch den Wald. Etwa 20 Kilometer stromabwärts, kurz vor Bützow, liegt das Dorf Zibühl. Hier wohnen die Latzkes aus dem Eispavillon. Auf dem kleinen Bauernhof mit Hühnern, Enten und Gänsen ist Thomas Latzke groß geworden. Landwirt hat er gelernt. Moin. Und die Tiere sind sein Hobby. Nee, das ist eigentlich nur meins. Das mache ich immer jeden Tag nach dem Frühstück. Einmal frisch Wasser auffüllen. Angelika kommt tatsächlich aus der Großstadt. Rostock. Also. Aber sie war schon immer bei ihren Onkel und Tanten, die lebten auch auf dem Land und sie wollte schon immer auf dem Land leben. Also daher, ich musste nicht lange überreden, nein. Also es ging relativ schnell und dann ist sie sofort bei mir eingezogen.
Als Angelika noch im Hotel gearbeitet hat, war Thomas Hausmann und hat die beiden Söhne großgezogen. So, Futter ist drin, Wasser ist drin, auf dieser Seite ebenfalls schon. Als erstes kommen unsere jungen Enten, unser Nachwuchs. Ja, ist das gut. Fleisch für den Sonntagsbraten müssen die Latzkes so gut wie nie kaufen. Sie sind ungefähr 10 Wochen alt. Da muss ich immer ein bisschen mich zurückhalten, weil August, der ist ein bisschen angriffslustig, weil er Kinder dabei hat. Die sind jetzt auch ungefähr 10 Wochen alt. Dann beobachte ich morgens noch ein bisschen die Tiere, ob alle gesund sind, alle munter drauf sind. Und dann macht Thomas Eis. Einmal Latschen wechseln. 3 Sorten heute. Erdbeersorbet, Heidelbeerjoghurt und Schwarzwilder Kirsch. Ja, ich wechsle mir die Latschen, weil drin draußen so ein bisschen abgrenzen, dass man hier auch nicht so viel Dreck reinträgt. Schwarzwilder Kirsch. 200 Liter insgesamt. Ja, tatsächlich. Nachschub für den Eispavillon. Dann war das richtig. So. Die Milch rein. Mit der aufwendigsten Sorte fängt er an. Wir arbeiten mit einem 80-prozentigen Kirschwasser. Und da ist ja die Schwierigkeit, es ist ja eigentlich Gefrierhemd. Und dann muss man das hinbekommen, dass das Eis eben auch fest rauskommt, ne, und nicht flüssig. Da habe ich tatsächlich da richtig bestimmt zwei Jahre getüftelt. Und jetzt ist es perfekt. Ah, das sieht schon sehr gut aus. Wir haben jetzt unser Grundeis, das Schwarzwälder Kirsch. Jetzt kommt die Amarena wieder. Die wird mit rein marmoriert. Die Kirsche darf nicht fehlen. Was ist schon dran, an Eis zu machen? Ne? Das kann doch eigentlich nicht schlimmer sein, als wenn man Kuchen backt. Ne? Aber dass es tatsächlich eine anspruchsvolle Tätigkeit ist, hätte ich vorher nie so geahnt. Ich hätte auch nie geahnt, dass es tatsächlich auch meins ist, ne? Dass genau das ist, was mir Spaß macht. Zuerst haben sie das Eis eingekauft. Vor 7 Jahren hat Thomas dann einen Eislehrgang mitgemacht. Als Basis, wie er sagt. Der Rest war Selbststudium. Das schichtet man, damit auch nachher beim Verkauf eine schöne Struktur in der Kugel entsteht. Ein Kübel nach dem anderen. Das ist wie Auflauf, ne? Alles schön schichten, abrennen in den Backofen. Nein, bei mir kommt es in den Froster. Einmal noch mal ein bisschen die Ränder. Und ab in den Kühlofen. Seine Arbeitstage in der Eisküche sind oft 12 bis 14 Stunden lang. Ja. Hallo. Hallo. Sie haben sich schon entschieden. Ja, 2x2 Kuchen Vanille mit Erdbeer und mit Sahne, bitte. Kleine Sahne oder größere Sahne? Kleine. Was mögen Sie? Kleine. Sehr gerne. Alibi-Sahne. Alibi-Sahne. Sehr gerne. Die ersten Jahre haben Angelika und Thomas den Laden noch ganz allein geschmissen, ohne Personal. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Bitte schön. Danke. Und bitte schön. Dann lassen Sie sich schmecken, bitte. Mich hat dieses Haus fasziniert, dieses alte Gebäude. Von 1936. Als Blumenladen ursprünglich gebaut worden, deshalb auch diese großen Auslagen. Zu DDR-Zeiten gab es dann schon in diesen Kübeln, die wir auch zu Hause haben, ja, das Eis. Es wurde dann, meine ich, sogar einmal aus Rostock geliefert. Und Bockwurst gab es hier. Also das erzählen so die alten Einheimischen. Wie teuer ist eine Platte Eis? 1,70 Euro. Okay. Denn jetzt entweder großes Soft-Eis oder 2 Kugeln, je nachdem, was die Kinder haben möchten. Sehr gerne. Wenn ihr klein wollt, nimmt ein kleines, dann sagt es an. Mir egal, los. Okay. Und klein. Möchte denn jemand Soft-Eis? Ja. Na dann, zu mir.
So, bitteschön. Wir haben Wettkampf im Bezug gehabt heute, Jugendfeuerwehr, und dann haben wir gesagt, essen wir noch ein Eis, bevor es nach Hause geht. Und das war die dichteste. Und sie ist ja auch gut, wir kennen sie ja schon. Mit den Sommerferien starten im Flussbad die Schwimmcamps. 72 Kinder wollen gleich in der ersten Woche schwimmen lernen. So, nun kann es losgehen, würde ich sagen. Ich leg mal die Bretter dahin, dann ja. Könnt ihr euch jeder gleich eins jeder nehmen. Jeder eine mitnehmen, ja, okay. Als ein Brett, weil für Rücken lernen, Rückenschwimmen zuerst. Uwe unterrichtet nicht selbst. Dafür hat er Schwimmlehrer engagiert. Er betreut. Wer mindestens 5 Jahre alt ist, darf mitmachen. Aber erst mal ans Wasser gewöhnen. Treppen nicht springen, schön langsam reingehen, ein bisschen abkühlen lassen, ja, zuerst. Gleichzeitig Beine, gleichzeitig. Ausstrecken, los, nächste, los. Abkühlen ein bisschen, geh rein mit dem Körper. Meine Mama hat das für mich organisiert. Ja, ich habe halt nur ein bisschen Angst, dass hier so ein Riesenvieh drin ist. Irgendwie, was mich auffressen will. In der Schwimmhalle hat das Wasser 27 Grad. Hier im Flussbad nur 22. Nö, ich habe nur Angst vor Seegras und vor Quallen. Oh, ist das kalt, oh, ist das kalt. 1 Meter Sicht haben sie hier. Das Minimum für einen Schwimmkurs. Wichtig ist, dass man die Beine noch sieht. Das sieht doch schon gut aus. Um die Schwimmtechnik zu korrigieren. Und die Beine nicht vergessen. Komm, kräftige Beine. Wo sind denn deine Beine? Viel zu tief im Wasser. Komm hoch. Und was hast du danach noch für welche? Danach das Seepferdchen? Oder? Genau. Seepferdchen und Vertiefung. Okay. Gehen! Also die fangen schon an mit Bronzeabzeichen. Haben also ein gutes Seepferdchen. Und jetzt muss man noch ein bisschen an der Technik feilen. Und dann Bronze heißt ja 4 Bahnen. Also hier von 4 Bahnen, das ist schon doch ein ganzes Stück. Aber man sieht hier schon, die Technik ist schon nahezu perfekt. Ich glaube, 15 Minuten haben sie dafür Zeit. Wenn man so schwimmt wie er hier, dann kriegt man das auch in 10 hin. So, immer schön aufs Schwimmen konzentrieren. Ne? Nicht, dass du kenntest. Ja. Ich bin ja alles vorbei. Was mit deinen Beinen? Machen die auch mit? Ja, ja. Aber letztes Jahr kann ich mich erinnern, da habe ich auch so ein paar Tage Vertretung gemacht. Da hat man ein paar Krankheitsausfälle auch bei den Trainern. Aber wenn du dann von der Woche immer nur ein paar Tage machst, ist das auch schwierig. Wenn du von Anfang an machst, dann kannst du genau planen, wann machst du welche Prüfung oder wofür übst du. Aber wenn du dann nur Vertretung bist, ist das immer schwierig. Dann telefoniert man immer, wie weit bist du, was machst du gerade, was hast du fertig, was fehlt noch. Also deutlich schwieriger, als wenn man eine ganze Woche sich darauf konzentrieren kann. 230 Euro kostet der Schwimmkurs, inklusive Mittagessen. Mal gucken, was hier eingepackt ist heute. Hühnerfrikassee mit Reis. Oh, das ist ja mein Leibgericht. Das ist die kleine Mensa. Ganz leckeres Essen. Machen wir schon seit Jahren. Voll begeisterte Fans. Oh, aber du musst das auch treffen. Nicht die Kante. Das hört sich ja an, als wenn ich Zahnschmerzen kriege. Alle rauskommen. Fertig machen fürs Mittagessen. Du, Kinder, Hände waschen nicht vergessen, ne? So welche haben wir auch. Heute gibt's Hühnerfrikassee. Oh, lecker. Eine Hühnerfrikassee. Wie sieht das Hühnerfrikassee aus? Ich glaube, ziemlich hell. Eine Stunde nach dem Essen geht es weiter. Und am Ende der Woche werden alle Kinder ihre Schwimmprüfung gemeistert haben. Zurück stromaufwärts nach Eickhof. Der letzte Tag für die Kids vom Rassegeflügelverein. Und der aufregendste. Das finde ich total niedlich mit den Gänsen, oder? Und ich bin froh, dass immer ständig da war. Der Richter bewertet gerade das Geflügel der Kinder. Und weißt du, was er sich da alles anguckt? Also wonach also wird das bewertet? Er guckt sich an, ob der Kamm richtig sitzt. Also es dürfen keine 3 Zacken sein. Mhm. Es müssten mindestens 4 sein, 5 wären aber gut. Oh, der sieht schick aus. Ja, bei meinen Hühnern, da sind ja, grobe Fehler. Hier ist unbequem. Der hier vorne, der hat den Kamm perfekt, hat aber einen Fehler in den Beinen. Also der hier, der hat den Kammergang, der ist eigentlich nur noch ein Fehler. Einmal lecker, lecker. Ja, aber da ist ja nicht viel dran. Ja. Also bei den anderen der ist wie eine Taube. Mein Lieblingsessen ist Hühnerfrikassee. Nee, ich mag kein Hühnerfrikassee. Ich esse am liebsten die immer schön goldbraun. Gold, das schmeckt natürlich auch sehr lecker.
Aber eigene Hühner schmecken halt auch sehr gut, weil du weißt, wie sie gelebt haben, du weißt, was sie gefressen haben und du weißt, dass es ihnen gut geht. Die Kinder beschäftigen sich auch zu Hause viel mit den Tieren. Deshalb sind sie so zahm. Ja, ein bisschen größer werden die noch. Aber jetzt nicht groß wie die Zwergkuchen. Das sind ja normale und das sind ja Zwergkuchen. Zwergkuchen ist das Po. Sorry. Des anderen Kuchens. Vorsicht, nicht drauf treten. Hören Sie mal so einen kleinen. Diese nimmst du nicht für die Zucht zum Legen. Beim Hahn sieht man es noch nicht genau. Weil die im Grund noch nicht fertig ist. Nee, deswegen habe ich geschrieben, noch fraglich. Gerade bei den Schweren ist das so, dass sie nachher im Schwung was bekommen. Guck, der ist noch nicht fertig. Da musst du nachher erst mal sehen, nee, ob der Schwung nachher geschlossen ist. Nö, sie ist nicht enttäuscht. Sie hat vorher ja die beste Henne gehabt und einen Pokal noch dazu. Und ja, sie hat ja so, sind sie. Es ist nur. Jedes Jahr ist nicht gleich. Nee, das müssen Sie auch wissen, dass das nicht immer so geht. Trotzdem für alle ein Erlebnis. Und fürs nächste Jahr hat der Rassige Flügelverein wieder gebucht. In Zibül beladen die Latzkes ihre Autos. Eine Eistorte habe ich offen. Zu einer Jugendweihe. Die liefert Angelika ausnahmsweise nicht aus. Die muss mit in den Eispavillon. Nee, heute nicht, weil wir es nicht schaffen. Also wir liefern auch aus, aber... Die geht auch bis nach Neubuko. Ja, Neubuko. Zwiebelnquaie. Und die wird heute abgeholt. Heute Nachmittag. Dank vom Pavillon. Ich hoffe, die Josephine freut sich darüber. Immerhin steckt viel Arbeit drin: Eissorten schichten, dann gefrieren lassen, dekorieren. Doch so 3-4 Stunden. Also nicht am Stück, aber so brauche ich schon dafür. Und die passt hier nicht rein. Ich brauche mal eine größere. Kannst du mir mal bitte eine runterholen? Ja. Da war eben halt der Wunsch mit den Faultieren. Also die mag unheimlich Faultiere, so ein bisschen, die gutste. Und dann versuche ich das dann auch so ein bisschen dann umzusetzen. Und dann geht die auf Reisen. Thomas heute auch. Auf geht's nach Letter. Mit dem Eismobil ins Nachbardorf Warnow. Zum Hoffest auf einem Bauernhof. 4 Eissorten nimmt er mit. Immer die Renner Schoko, Vanille, Erdbeer und Cookie. Ein Service, den habe ich nicht immer. So, wenn wir mal gucken. Einmal. Gefällt euch das so? Das war die Antwort. Wir sind das erste Mal hier, weil die tatsächlich das erste Mal, glaube ich, Tag des offenen Hofes machen hier. Die Familie Lötter hier. Tatsächlich mache ich das sehr gerne. Irgendwie macht es auch immer wieder Spaß, rauszufahren, an so einem Festen teilzunehmen. Schon für die nächsten Jahre ist er gebucht. Eine Kugel Eis, 1,70 €. Das Wetter passt heute eigentlich richtig gut. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Das richtige Eiswetter. Soll ich euch mal sagen, wie sehr ich euch beneide, bei dem Wetter paddeln zu fahren? Nach Bützow wollen Britz Paddelgäste direkt zum Eispavillon. Per Auto geht's schon mal ein Stück in die Richtung. Nehmt gerne alles, was wichtig ist, noch mal raus. Genau, dann. Hier von Rühn aus sind es noch 9 Kilometer bis nach Bützow. Wenn man hier aussetzt, wunderbar ins Kloster Rühn gehen. Da gibt es eine kleine Klosterschenke, wo man toll essen kann. Ja, und man kann hier ganz gut abholen und auch parken. Und es wird auch von der Gemeinde hier immer sehr gut gepflegt. Also ist ein sehr schöner Ort. So, tschüss. Stoß dich mal ab am Steg. Genau. Wenn Sie gut vorankommen, sind Sie in 3 Stunden am Ziel. Wenn die Spitze vorbei ist, dann... Steuerfrau Elisa hat in den Sommerferien bei Britt einige Jahre hintereinander die Ferienlagerkinder betreut. Jetzt nehmen wir richtig Fahrt auf. Ich war hier schon öfter. Ich bin auch schon die Strecke von, also generell in Eickhof. Und bin dann auch von Eickhof nach Kleinraden aufgepaddelt, vor allem im Ferienlager dann mit den Kindern. Und die Strecke paddeln wir bis Bützow mit den Kindern immer nicht. Aber ich finde gerade die Strecke von Rühn bis nach Bützow ist halt total schön. Und deshalb paddel ich die dann lieber alleine.
Und weil du nicht alleine paddeln wolltest? Genau, seid ihr mitgekommen. Alle drei wohnen in Rostock und studieren dort. Sieht viel dynamischer aus als bei uns. Ja, hier ist mehr Betrieb als im Warnow-Durchbruchstal. Im Mai, finde ich, ist es auch total schön. Da bin ich die Strecke auch schon mal gefahren. Das war total schön, weil es halt also noch nicht so viel, keine Ferienzeit, noch nicht so viele Urlaube. Es ist halt total ruhig dann. Eine Strecke zum Entspannen. Keine Stromschnellen, keine Hindernisse. Es geht sogar stromabwärts. Und das ist eine Badestelle. Das ist ein richtig schöner Überblick. Baden darf man überall in der Warnow, wo kein Badeverbotsschild steht. Und weil die Wasserqualität so überdurchschnittlich gut ist, gewinnt die Stadt Rostock sogar ihr Trinkwasser aus dem Fluss. Überholen wir jetzt? Oder? Fahren wir zwischendurch? Fahren wir jetzt, ich weiß auch nicht. Und dann zwischendurch. Du musst lenken. Ja, aber sonst, wir überholen links. Überholen links? Überholen links. Hallo! Diese Paddler haben sogar einen Hund an Bord. Also das klappt super. Ja, überall dabei. Stand-up-Paddling, der macht alles mit. Ja. Kurz vor Bützow ist das Ufer bewohnt. Wir müssen mal, lenk mal ein bisschen, Elisa. Ach so, links. Das ist auch schön. Ja. Und die wohnen ja kommen richtig da. Ja. Richtiges Wohnhaus. Und das waren ja nur so Gartenlauben. 3 Stunden gepaddelt. 600 Kilokalorien verbraucht. So, 2 Blondie und 1 Nockshot. Einmal die Blondie bitte. Mit Cookie? Ja. Einmal hier. Dankeschön. Ich noch einmal Cookie. Blondie. Ja. Dankeschön. Und 1 Nockshot. Dankeschön. Sehr, lass es schmecken. Danke. Und jetzt das Energieloch mit 500 Kilokalorien wieder auffüllen. Welche Sorten möchtest du gerne? Schoko, Vanille, Erdbeere, Cookies? Cookies, Vanille. Und die dritte? Und Erdbeere. Und Erdbeere. Auch auf seinem Eismobil hat Thomas alle Zutaten für leckere Eisbecher. Ein bisschen krokant muss immer sein. So, fertig ist der Kirschbecher. Bitteschön, lasst ihr es schmecken. Danke, gleichfalls. Hallo, was darf es bei Ihnen sein? Eins, 2 Stück. Haben. 2 Stück? Ja. Vanille und Schoko? Das ist schwierig, das muss schmecken. Rabatt gibt's nicht. Tüt nicht. Danke, 3,40. Ich muss leider alles ein bisschen Hartgeld zurückgeben, weil ich habe keine kleinen Scheine. Wer soll denn das tragen? Wiederkommen, dann nehme ich da wieder zurück. Schmecken tut es wunderbar, muss man sagen. Das ist schön. Was für Kinder. Oh, alle Leute auch. Im Eispavillon wird die Eistorte abgeholt. Wahnsinn! Ich habe schon so viel geheult. Oh geil, schön. Oh ja. Ich hatte ja schon mal eine zur Einschulung damals und also wirklich toll. Ich bin immer begeistert. Ich bestelle die einfach zu gerne hier, ne, bei ihr, weil sie das immer so toll macht. Und dass sie so gut wird, nee. Das ist super. Ich danke dir. Oh, der ist ja umgekippt. Bitte! Oh, danke, danke, danke. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit jetzt. Wir müssen weiter. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch. Ne? Wir sehen uns. Hier auf jeden Fall. Ganz viel Spaß. Dankeschön, danke vielmals. Und alles aufessen. Ja, alles klar. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss. Das war absolut der richtige Schritt. Wenn es manchmal auch hart ist und ja, ganz, ganz viel Arbeit und auch viel Privatleben ein bisschen schon auch verloren geht, aber nein, ist die Erfüllung. Also für mich und für meinen Mann. Absolut. Zurück in Eickhof. Zum Glück für Britt kann Paddelgast Elisa auch gut mit Pferden umgehen. Hallo, wir würden gerne mit den Pferden ins Wasser. Ist das in Ordnung für euch? Denn 2 Pferde, eins davon blind, kann Britt allein nicht handeln. Hugi, du hast Eisen. Das fühlt sich jetzt anders an als letztes Jahr. Zum ersten Mal planschen in diesem Jahr. Also in diesem Jahr mit so einem Eisen. Der hat sonst nie Eisen, nicht? Aber muss er lernen. Das ist immer Britts Sonntagnachmittagsritual. Wenn alle Gäste abgereist sind und ein bisschen Ruhe einkehrt, bevor am Montag die Neuen kommen. Komm, wir machen Cassie nass. Komm. Yeah. Nicht mich erst nass machen, ich möchte bitte.
Ja, das magst du, ne? Eine Abkühlung bei der Hitze tut auch den Pferden gut. Sonst schwimmt sie mit ihrem Hugi sogar ein Stück durch den Fluss. Ich weiß, dass er Spaß macht. Aber jetzt ist er ihr zu übermütig. Es ist wieder so ein heißer Sommertag, 30 Grad. Seit früh um 10 ist das Flussbad geöffnet. Heute haben wir Leo da im Verleih. Leo hat heute seinen ersten Tag. Leo ist mein Neffe, kommt in die 4. Klasse und macht heute einen Ferienjob das erste Mal. Ja, es ist schon leichter, als ich gedacht hatte. Ja, das muss man da richtig schön managen. Ein Eingang, Ausgang, Fundmanagement. Bisschen rechnen muss man auch können. Was hast du in Mathe? Eine 2. Ja, mit der 3 wärst du ja auch nicht rangekommen, ne? Die Dusche ist immer noch ein Provisorium. Die Gäste haben gesagt, das ist viel schöner so. Einzigartige Dusche, finden sie toll, soll so bleiben. Aber in Wirklichkeit habe ich vergessen, den Duschtopf zu kaufen. So, das ist jetzt mal 2 Euro. Was willst du jetzt für einen Pfand haben? Personalausweis. Was willst du denn ausleihen? So eine Mappe hier für die Sitten. Ja, okay, also die, was sie da schon haben. Ja, genau. Ja. Na los, Leo, dann nimm das mal an. Ist ja auch nicht so einfach, wenn man jetzt mit Erwachsenen Geschäfte machen muss. Muss man sich dann auch erstmal behaupten als kompetenter Verleihschüler hier. Ach nee, das war 15,20, ne? Ich hab's verwechselt mit den anderen. 15,20, du bist 10 Minuten zu früh, Entschuldigung. Hey, ihr seid auch da. Uwes Kinder. Seid ihr allein gekommen? Wollt ihr gleich baden gehen? Ja, ich wollte doch baden. Warte mal, vielleicht haben wir auch Badehosen mit heute mal. Nein, Papa. Habt ihr nicht? Ein Spielzeug, noch ein Spielzeug. Keine Badesachen. Also Janne, das Mädchen, ja, die hat schon Bronze. Und Benze natürlich nicht, der ist erst 3. Aber der ist, seine Lieblingsposition ist auf der Wasserrutsche Turtle da. Und dann schreit der Meister rum, dass er der König vom Flussbad ist oder sowas. Urlaub hat Uwe im Sommer nicht. Er macht einfach Ferien mit seiner Familie im Flussbad. Für A7, der A7 hängt schon, musst du 2 Euro nachkassieren. Die holen, hast schon 2 Euro? Kannst du hier nee, bei, haben wir noch nicht. Aber das ist doch deiner, ne? Ja, ja, das ist genau. Meiner. 2 Euro abgeben und dann suchst du den Führerschein raus. Guck noch mal, was da steht. Danke. Und mein Großer will sich noch hier so eine Matte ausleihen. Steht nur ein A. Viele Flussbadgäste beneiden den Bademeister um seinen Job. Wenn alle sagen, ich sitze hier so entspannt, ist es in Wirklichkeit hochkonzentrierte Arbeit. Man muss alles im Blick haben. Jeden Einzelnen, der im Wasser ist, scannen sozusagen. Kann er es nicht. Besteht eine Gefahr. Oder es gibt ja auch welche, die dann auf Randale aus sind, die gleich mal sich schnappen, gleich mal einen Spruch loslassen. Und dann verlebt man natürlich hier durchaus mal einen ruhigen Nachmittag. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch sehr anstrengend. Alle sollen ja heil wieder nach Hause gehen. 19 Uhr ist hier Feierabend. Außer für ihn, seine Kinder und seine Frau Charlotte. So, Charlotte, es sind alle raus aus dem Wasser. Ist ja ein Traum. Und jetzt geht's los. Zieh dich um und ich zieh mich auch um. Mit 3? 1, 2, 3. Das Problem mit der privaten Badestelle direkt gegenüber hat Uwe immer noch. Leine und Bojewerk würde ihm ja schon reichen. Denn ein Streit habe hier nichts zu suchen an der Warnow. Dem Paradies mit Suchtpotenzial. Mit Aufziehen, dann gehe ich ja unter. Ich kann nicht. Ich sag dir, du kommst da nicht hoch. Ich helfe dir. Hör auf.